1. Tut mir leid. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Gestern kam das Mid-Season-Update und damit auch das letzte große Update für Warzone, für das erste Kapitel von Warzone, denn ja, Warzone 2 steht vor der Tür und ab dem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich keine großen Updates für den alten Warzone-Partner geben. Deswegen ist das das letzte große Update und ich kann wirklich sagen, es gab wirklich einige sehr positive und einige wirklich sehr überraschende Änderungen. Denn wenn man so ein bisschen genau auf die ganzen Waffen-Patches eingeht, sieht man wirklich, dass einige Meta-Waffen so ein bisschen verschlechtert wurden. Unter anderem natürlich auch die PPSH, was wirklich längst überfällig wurde. Allerdings gleichzeitig wurden jetzt dazu auch einige alte Waffen verbessert aus der Black Ops Cold War Zeit und aus der Modern Warfare Zeit, was dafür sorgt, dass die ein oder andere Waffe tatsächlich zurückkehren wird. Einige Waffen aus der Vanguard Zeit wurden jetzt auch noch ein bisschen angepasst bzw. ein bisschen verbessert. Und auch durch das Mid-Season-Update gab es wieder eine neue DLC-Waffe, die man freispielen kann, und zwar die BP50, das neue Sturmgewehr, was im Endeffekt eine Waffe ist, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte. Denn im Endeffekt ist das Ganze auch die F2000, die man ja damals schon in Modern Warfare 2 spielen kann. Und deswegen bringt das Ganze so ein bisschen Nostalgie-Feeling zurück, auch wenn die Waffe damals nicht die allerbeste war. Das Freischalten der Waffe ist wirklich sehr einfach, muss man sagen. Denn mit einem A2G-Visier, mit einem Sturmgewehr, müsst ihr 15 Kills im Visier machen, was selbst in Warzone wirklich kein Problem sein sollte. In Vanguard oder Modern Warfare tatsächlich könnt ihr das Ganze freischalten. Ihr braucht eigentlich nur ein Sturmgewehr und ein etwas größeres Visier. Im Scope 15 Kills machen, dann habt ihr die Waffe frei. Was diesmal im Verhältnis zu anderen Waffen natürlich deutlich einfacher ist. Und natürlich, wie bei jeder neuen Waffe, ist natürlich die Frage, wie gut ist das Ganze? Ist das Ganze Meta? Was kann die Waffe? Und das werden wir heute im Video klären. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, die Waffe ist, wenn man sie richtig spielt, ja, eine Waffe, die wirklich fast keinen Rückschuss hat, sehr präzise ist. Wie gut das Ganze wirklich ist, wie gut der Schaden ist, werden wir im Verlauf des Videos klären. Bevor wir jetzt gameplay-mäßig starten, lasst natürlich gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem letzten großen Update, der... ja, Warzone-Geschichte wahrscheinlich erstmal, denn das Kapitel geht zu Ende, Modern Warfare 2 steht vor der Tür. Allerdings, wie gesagt, durch das letzte große Update wurden jetzt noch einige alte Waffen nochmal verbessert. Ich bin sehr gespannt, wir werden das Ganze die nächsten Tage testen, deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, neu sein solltet, lasst natürlich sehr gerne ein Abo hier auf dem Kanal, da würde mich sehr freuen. Wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt, checkt Twitch ab. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay. Wir sehen uns in der Runde mit der neuen F2000. Let's go. Die World Edition. Also ich muss sagen, ich fand die Sachen, die man da freigeschaltet hat, beziehungsweise bekommen hat, fand ich tatsächlich sehr nice. Aber wenn du eh nicht so viel grinden kannst. Hallo, QBZ, hallo. Ground Loot. Einfach Black Ops Cold War Ground Loot. Was sehe ich hier? Einfach kein Aim. Na, ja, bin wieder dead. Warte, ist das alles Ground Loot? Okay, ich glaube, der Ground Loot ist wirklich komplett durchgemischt mit MW und Cold War Waffen anscheinend. Okay, das ist das neue LMG. Okay, okay. Okay. So, da ist die F2000, DP50, wie auch immer das Ganze Ding genannt wird. Okay. Rückstoß ist eigentlich quasi fast gar nicht vorhanden. Aber schadensmäßig sah das jetzt nicht so wild aus auf den ersten Augenblick. Ja, also man hat eine Waffe, die wirklich sehr wenig Rückstoß hat. Das erinnert so ein bisschen an die STG, gibt aber trotzdem so ein bisschen einen anderen Vibe, muss ich sagen. Also es gefällt mir wirklich sehr gut, dass man jetzt einige Waffen hat, die man halt ewig nicht mehr gesehen hat. Auch die ganzen MW-Waffen, die ganzen Cold War-Waffen. Richtig. Sweater City. DP50 oder F2000, let's go. Jetzt muss aber knallen. Time to kill ist nicht wirklich gut, das kann man direkt sagen, aber Rückstoß gibt es gefühlt einfach auch nicht bei der Waffe. Digga. Hab ich nicht gesehen. MP40, einer der besten. Einer der besten MPs, die es gibt. Er sitzt halt immer noch im Turm. Ah!
Monster. Also man sieht ja wirklich, das Ding hat eigentlich keinen Rückstoß. Aber der Schaden, was sehe ich? Ganz weird. Auffüllen, sehr wichtig. Unlucky. Es ist wieder dasselbe. Er sitzt seit 10 Minuten am Rand der Map und sniped. Hallo? Ich hab plötzlich eine andere Waffe, Chat, what the fuck. Digga, ich habe die Waffe gerade aufgehoben wieder und sie hat auf einmal viel mehr Rückstoß. Es ist dieselbe Waffe und die hat auf einmal mehr Rückstoß. Fuck, alles oder nix. Oh, let's go! Das ist irgendwie weird. Jetzt hat die Waffe doch keinen Rückschuss mehr. Das macht wirklich keinen Sinn. GG's, Chat. Also ich habe die Waffe aus dem Loadout gezogen. Sie hatte wirklich fast keinen Rückschuss. Dann bin ich gestorben. Hab die Waffe vom Boden aufgehoben. Auf einmal hat die Waffe komplett verzogen. Dann habe ich einen Kill gemacht. Und dann hatte die Waffe wieder ganz normalen Rückschuss. Irgendwas stimmt da nicht, GG's. So, das wäre so ein Gameplay zu der F2000 aka BP50. Eine Waffe, die wirklich fast keinen Rückschuss hat, sehr wenig Rückschuss hat. Wenn man das Ganze richtig spielt auf Konsole, könnte es ein bisschen schwieriger werden, muss ich sagen. Die Waffe ist wirklich eine sehr gute Abwechslung aktuell. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, damit zu spielen. Aber natürlich auch schadensmäßig muss man direkt dazu sagen, es ist definitiv nicht das Beste, was man spielen kann. Und auch auf große Distanz relativ unkonstant. Die Waffe ist definitiv keine Meta-Waffe, kann man sagen. Trotzdem hat es gut Spaß gemacht. Wenn ihr euch das Shop-Bundle überlegt habt zu kaufen, macht es nicht. Ich habe es gemacht fürs Video. Das Ganze sieht natürlich sehr nice aus und das ist auch so der einzige Grund, warum man sich das Ganze kaufen sollte. Denn wie gesagt, allgemein Schaden. Mäßig, Time to Kill mäßig ist es definitiv nicht die beste Waffe, aber sieht natürlich sehr clean aus, deswegen überlegt euch das Ganze zweimal. Und das ist die Klasse, die ich gespielt habe, die wie gesagt auch rückschussmäßig sehr präzise ist, sehr wenig Rückschuss hat und eigentlich somit die beste Klasse ist, die man spielen kann aktuell für diese Waffe. Das Ganze mit dem MX-Schalldämpfer dann im 540er Lauf ist das Beste für die Präzision. Dann hat die Waffe tatsächlich keine Unterläufe, sondern natürlich standardmäßig Laser am Start. Und hier würde ich den ersten oder zweiten Laser empfehlen für Präzision aus der Hüfte oder Rückschusserholung, beides sehr gut. Dazu das G16 Visier, man kann das Ganze als Sniper Support auch ohne Visier spielen, das Iron Sight ist relativ clean, muss man sagen. Ist allerdings so ein bisschen Geschmackssache, wie man das Ganze spielen will. Dazu beim Schaft der Deathmatch-Schaft für die Präzision ist das letzte, was man spielen kann. Beim Magazin, das 60er Magazin, das ist das erste, was man freischalten kann. Ihr könnt auch das 50er Magazin spielen, das Trommelmagazin. Für Geschwindigkeit auf Close Range ist es natürlich so ein bisschen besser. Plus der Headshot-Schaden wird natürlich so ein bisschen verbessert. Allerdings muss ich sagen, für Präzision ist das 60er Magazin auch deutlich besser, dadurch, dass die Waffe natürlich auch relativ unkonstant, was den Schaden ist, angeht. Dazu verlängert der Polymergriff das extra fester Griff und das extra vollgeladen, diese Standardaufsätze, die man meistens spielt. Und das ist die beste BP50 aka F2000 Klasse. Ist eine, wie gesagt, eine wirklich sehr solide Waffe, ist allerdings jetzt auch keine Meta. Aber wie gesagt, es ist eine gute Abwechslung und deswegen gebt dem Ganzen eine Chance. Kauft euch nicht unbedingt diesen Bauplan, sondern spielt die Waffe frei, levelt das Ganze ganz normal und testet die Waffe einfach selbst aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, zu welchen Waffen ihr jetzt als nächstes ein Video sehen wollt. Kuss, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Danke für den Support und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.